Ja, Leute, heute geht es um etwas ganz Besonderes, um genau zu sein, um die Nationals. Auch mal Champion werden? Genau, und darum geht es heute. Heute geht es um Decks, um genau zu sein, die Besten der Besten. Womit kann man gewinnen? Womit kann man eben deutscher Meister zum Beispiel werden? Denn ja, bald ist ja die deutsche Meisterschaft. Und deswegen wollte ich mal dieses neue Format starten, und zwar Meta Breakdown, um genau zu sein, um zu gucken eben, welches Decks aktuell gut, beziehungsweise womit hat man die besten Chancen auf ein Turnier. Und deshalb gehen wir da mal eben rüber, wird ein bisschen ruhiger. Wird nicht so viel geschnitten. Also Leute, rein in die Decks. Um natürlich zu gucken, was die besten Decks sind, muss man natürlich erstmal in die Vergangenheit gucken, denn man muss gucken, was am meisten gespielt wurde, beziehungsweise was die Leute allgemein gespielt haben und was am Ende dann auch gewonnen hat. Und dafür gucken wir uns natürlich erstmal die französische Meisterschaft an, denn die hat schon stattgefunden. Und hier sehen wir eben den Meta-Breakdown. Hier haben einen guten Überblick. Wir sehen hier Snake Eye, offensichtlich das beste Deck. Ja, Leute, kleine Überraschung. Ich mache das extra hier ein bisschen für die Leute, die auch noch nicht so sehr oft auf Turniere gegangen sind. Bedeutet also, hier wird es ein bisschen, ja, wie man so schön sagt, casualiger, weil ich eben darauf eingehen möchte, was man wirklich erwarten muss. Für Profis, ganz ehrlich, ihr braucht das eh nicht sehen, ihr wisst eh alles. Von daher ist doch alles gut. Also, Snake Eye ist das meistvertretenste Deck, zumindest bei der französischen Meisterschaft gewesen. Ich sage das extra hier so speziell, weil ihr werdet schon gleich sehen, warum ich das so meine. Dann haben wir hier im Vergleich jetzt bei der französischen, dass Tempai das zweitbeste Deck war. Und dann haben wir ganz viele andere Decks. Hier sieht es erstmal so aus, als hätten wir eine breite Meta. Dann, kleiner Spoiler vorweg, hatten wir jetzt gerade letztes Wochenende in YCS und da sieht es gar nicht mehr so breit aus. Da haben wir Snake Eye und ein paar andere Decks. Das war's dann auch schon. Aber wir sehen hier, ja, je nach Turnier kann das unterschiedlich ausgehen. Und jetzt muss ich natürlich erstmal einen ganz großen Disclaimer machen, denn das ist jetzt sehr wichtig, was ich sage. Oft kann man sagen, dass kleinere Turniere eben nicht so repräsentativ sind. Doch warum ist es eigentlich so? Naja, kleinere Turniere bedeutet automatisch auch kleinere Teilnehmerzahl. Ja, surprise. Und kleinere Teilnehmerzahl führt dazu, dass man weniger Runden spielt und einen kleineren Top-Cut spielt. Ein Top-Cut, sagt man immer so schön, kann alles passieren, aber gerade in den Vorrunden ist Konstanz das Wichtigste. Bedeutet, dein Deck muss konstant das tun, was es tun soll. Falls du zum Beispiel brickst, also nur Karten ziehst, die du nicht ausspielen kannst, dann verlierst du natürlich die Runde. Und wenn du nur 6 Runden spielst, passiert das nicht so oft, wie wenn du 12 Runden spielst. Klingt irgendwie logisch? Ist auch ganz normal. So, von daher ist es natürlich klar, dass größere Turniere viel repräsentativer sind, weil bei kleineren Turnieren kann man sagen, ja, da kann mal ein Deck lucky mit reinkommen. Das geht definitiv und deswegen das zur Erwähnung. Aber französische Meisterschaft ist in der Regel die größte immer. Die deutsche wird so um die 2100 Spieler haben. Wir sehen hier, wir haben 2300 Spieler. Von daher, klar, ne, französische ist die größte in Europa, gefolgt von der deutschen. Und wir sehen hier jetzt eben verschiedene Decks, auf die wir natürlich gleich auch eingehen wollen. Wichtig zu erwähnen ist hier Folgendes. Zum Beispiel Dark World. Dark World hat ja getoppt. Wir können natürlich auch eben mal in die Decklist reingehen. Die hatte ich jetzt hier noch gar nicht geöffnet. Wir gehen hier in die Dark World List und sehen, okay, so kann man aktuell Dark World spielen. Und jetzt denkt man sich, okay, ey, das Deck ist ja in die Top 32 gekommen. Ist ja absolut super Deck. Ich meine, es hat ja sich lange durchgesetzt. Ja, Leute, da muss ich euch leider enttäuschen. Dieses Deck ist nicht eins der aktuellen besten Decks. Aber warum das Ganze getoppt? Naja, es gehört immer etwas zu. Zum Toppen gehört viele Sachen. Zum Nice, du musst ein gutes Deck spielen. Des Weiteren musst du ein guter Spieler sein. Des Dritten brauchst du Glück. Und beim Glück ist es natürlich sehr. Gerade Dark World ist bekannt, wenn sie First gehen können, dann ist das absolut krass. Also wenn die First gehen, ne, brauche ich drüber reden. Second ist gar nicht so einfach. Ne? Wir müssen auch bedenken, gerade Appaloosa ist eine Karte, die sehr viel vertreten ist. Und ja, man aktiviert hier viele Monster-Effekte. Negate. Ja, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, ne? Von daher sehen wir auf jeden Fall, Dark World hat Schwierigkeiten going second, going first, aber sehr stark. Und ich habe Insider-Infos und weiß auch, wie der Dark World-Spieler hier durchs Turnier gegangen ist. Er hat insgesamt in den Vorrunden, was war das? 5-mal den Würfelwurf gewonnen und den Rest verloren, hat dann aber gegen 4-mal Tempai gespielt und Tempai sagt, du darfst anfangen. Ja gut, da habe ich kein Problem, den Würfelwurf zu verlieren. Dementsprechend hatte er gute Chancen, weil er eigentlich immer First gehen durfte. Das sind natürlich Sachen, die man bedenken muss. Ne? Also wenn man das hier sieht, man muss halt oft die Hintergrundinfos sehen. Am Ende natürlich, ne, einmal kann vielleicht Zufall oder Glück sein, wie man hier sieht. Aber wenn es immer öfter passiert, dann muss man sagen, ja gut, so langsam kann das nicht mehr Glück sein. Die anderen Faktoren sind entscheidend. Und da haben wir gesagt, guter Spieler, gutes Deck. Das heißt also, ne, Glück ist natürlich wichtig, aber wie gesagt, auch ein guter Spieler und auch ein gutes Deck ist da entscheidend. So, jetzt gehen wir aber weiter hier. Wir wollen mal hier eben angucken, nochmal bei Französischen. Wir haben zum Beispiel auch Jubel. Ja, Leute, kleine Auflösung übrigens, habe ich bisher noch gar nicht gemacht in einem Video. Jetzt hier kleine Info. Ja, ihr habt abgestimmt, welches Deck ich spielen soll. Und ja, es ist Jubel geworden. Ja, ich werde Jubel spielen. Und hier ist die Deckliste. Ich sage noch nicht, wie ich das Deck spiele. Ich sage nur so,
ich spiele es anders. Ich finde die Liste als solches gar nicht mal so gut. Aber warum, weshalb und wie, werden wir dann sehen. Natürlich trotzdem, Yubel macht das, was es macht. Sehr gut. Tempa hat Problem gegen das Deck, ist aber wieder auch nur eine Randerscheinung. Ich würde zum Beispiel auf keinen Fall zwei Yubel spielen. Man kann zwei spielen auf der Grund der Annahme, dass Kashtira existiert. Fair. Aber das Ding ist, du spielst einen Brick mehr dafür, dass man dann gegen Kashtira vielleicht nicht verliert. Finde ich ein bisschen gewagt. Ja, aber das ist jetzt hier zum Beispiel eine Liste. Wollte ich aber eben erwähnen nochmal. Deswegen mache ich es hier auf, weil wir eben darüber reden wollen, dass ich dieses Deck auf der Deutschen Meisterschaft spielen werde. So, jetzt aber jetzt zurück. Jetzt gehen wir nämlich Stück für Stück das Ganze durch, was hier eben getoppt hat und was sehr auffällig ist. Wir fangen an mit Celerengrade. Celerengrade ist ein Deck, was uralt ist. Und viele fragen sich, wie soll man dieses Deck spielen und ist es überhaupt noch gut? Das Deck ist, Achtung, kleiner Spoiler hier, nicht das allerbeste Deck. Also wenn du ein Turnier gewinnen willst, ist das nicht die Wahl. Aber wenn du sagst, ich will eine Chance haben und ein Deck spielen, was mir Spaß macht und was sich vielleicht auch nicht so teuer ist, dann ist das hier eine gute Wahl. Man darf nicht vergessen, ne? Für teuer ist immer relativ. Wir haben hier eine Princess drin, wir haben hier Rage drin, sogar zweimal. Von daher, ja, das Deck ist nicht komplett billig, ne? Aber ihr wisst, was ich damit meine. Ja, und das ist so ein Deck. Man kann das so sehen. Manche spielen Buffalo nicht, manche spielen Lady Debug, manche nicht. Was aber alle in der Regel spielen, ist zum Beispiel, dass sie Weasel spielen. Weasel hat sich durchgesetzt, dass man die Karte eben spielt. Und das ist eben hier so ein Bild. Ebenfalls die Cybert Wicked ist hier drin. Manche spielen auch Parallel-Exit. Hat man sich jetzt hier dazu gegen entschieden. Man sieht also manche verschiedene Möglichkeiten. Was man aber oft spielt, ist jetzt hier Charge. Charge spielt man öfter drin. Ist natürlich eine gute Karte, einfach um Karten zu recyceln. Nimmt man mit. Ist eine Celerengrade-Karte. Das heißt, die kann man selber recyceln. Ist auch gut. Und zusätzlich kann man auch dort was zerstören. Ist sehr gut. Das erwähne ich hier gerade extra nochmal, weil auch ein Celerengrade-Deck eben bei der Schweizer Meisterschaft getoppt hat, sogar in Top 4 gekommen ist. Ist natürlich ein deutlich kleineres Turnier gewesen. Da im Feature-Match hat man das Ganze gesehen. Man weiß, wie das Deck ist. Wie gesagt, mit Parallel-Exit, mit Weasel auch und ähnliches. Aber die Deckliste ist leider noch nicht öffentlich zum Zeitpunkt des Videos. Dementsprechend kann ich das jetzt nur sagen, was ich aus dem Stream weiß. Aber Celerengrade ist ein Deck, das natürlich doch sehr stark ist. Das Deck verliert immer noch vollkommen gegen Nibiru. Aber Nibiru spielen Leute einfach nicht so viele Main, weil natürlich Snake Eye um Nibiru drumherum spielen kann. Beziehungsweise nach Nibiru immer noch ein sehr starkes Endboard hat. Bedeutet also, das beste Deck, ja, Snake Eye, habe ich ja schon gesagt, da ist Nibiru halt eben einfach nicht so gut gegen. Bedeutet, die Karte ist nicht im Main, höchstens vom Side-Deck. Heißt aber, Celerengrade hat wieder gute Performance, weil ja, Nibiru kann halt eben nicht so oft kommen. Bedeutet also, man kann hier komplett normal spielen. Und dann nach dem Zeiten kann vielleicht Nibiru kommen, aber wie gesagt, auch da, Nibiru wird einfach nicht so oft gespielt. Und sonst ist das Deck komplett in seiner Prime, brauche ich nicht drüber reden, ne? Wir haben hier eine Princess, super gut, passt natürlich perfekt in das Feuerdeck rein. Vor allen Dingen, früher war es ja so, dass wenn man sich zum Beispiel durch den Hengst eben in Feuer gelockt hat, dass man gar nicht mehr so viel machen kann. Ich sag so viel, weil, ja, man konnte natürlich trotzdem noch was machen. Aber jetzt hat man viel mehr Möglichkeiten. Man hat die Möglichkeit auf eine Princess, man hat die Möglichkeit eben auf eine Rage Phoenix zum Beispiel. Also von daher hat man verschiedene Möglichkeiten. Aber das große Problem, was Celerengrade trotzdem hat, ist extra Deck ist sehr, 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 sehr knapp. Den spielen zum Beispiel auch nicht alle. Meistens spielen eher doch lieber zwei Wolf dann trotzdem noch oder sogar drei. Ist halt so eine Sache, ne? Aber was alle sich einig sind, sind drei Luxe auf jeden Fall. Ja, definitiv. Dann gehen wir hier rüber zu Branded. Branded, Despia ist ein Deck, was alt ist, gefühlt. Und da spielt man entweder in einer exakt 40-Karten-Liste oder eigentlich immer mehr. Also 50, 60 Karten ist da nicht selten. Es liegt einfach daran, weil das Deck so viele Karten hat, um da auf das zu kommen, aber auch gewisse Bricks spielt. Und durch die Anzahl von 60 reduzieren wir die Brick-Anzahl natürlich enorm. Bedeutet also, wir haben hier den Vorteil, wir können genau das tun, was wir mit 40 Karten tun können. Nur, dass wir eben die Bricks weniger ziehen und deswegen ist das Deck insgesamt natürlich deutlich stärker. Der große Nachteil, den Branded Despia, beziehungsweise eben Despia allgemein, immer hat, ist, dass sie sehr viele Themenkarten spielen. Wir sehen hier, wenn wir mal reingucken, wir spielen eigentlich nur Themenkarten. Mit Ausnahme hier hinten von eben Trust Tacticals. Und die Pots und die Allures sind jetzt theoretisch nicht. Aber die müssen wir spielen, weil sonst ist die Consistency wieder nicht gegeben. Bedeutet also, wir können hier nicht so wie andere Decks einfach 20.000 Handtraps spielen oder 20.000 Brecherkarten wie Super Poly oder ähnliches spielen. Klar, ne, Super Poly kann man sehr gut auch in diesem Deck spielen, definitiv. Aber ihr wisst, was ich hinaus will, man hat nicht so viel Platz für andere Karten. Und das ist eben die große Schwäche dieses Decks. Die große Stärke jedoch dieses Decks ist natürlich, dass wir eben die Puppe spielen können, die Marionette, und mit dieser kann man automatisch gewinnen, weil wenn du den Gegner gibst, kann er nicht spielen. Wenn er dann nicht in deinen Zug irgendwie spielen kann, haben wir automatisch gewonnen. Nachteil ist natürlich, das ist natürlich Going First nur stark, deswegen spielen auch viele Leute diese Karte im Side Deck und gar nicht im Main Deck, aber manche spielen es halt doch im Main Deck, weil man ja nicht immer den Würfelwurf verliert. Und ja, dieses Deck ist natürlich auch besonders stark natürlich im Going Second und das gar nicht mal, weil an sich so viele Karten ist, sondern weil jede Karte alles macht. Der Gegner muss sehr früh aufhalten,
in die Karten. Also wenn zum Beispiel Normal Summon fallen auf Albas, holt schon ein Mirror Jade. Das heißt, es nimmt ein Monster des Gegners raus und der Mirror Jade nimmt auch nochmal was raus. Wenn der Gegner hier nichts annulliert, ja, ist schlecht, ne? Das heißt, da muss er schon die erste Annullierung benutzen. Und dann geht's halt weiter, ne? Wir brauchen nicht weitermachen. Wenn er dann halt weitermacht, wenn wir Patchwork aktivieren, macht plus 1. Können wir natürlich erlauben. Aber dann kommt Fusion auf die Hand. Und mit Fusion kann schon wieder ein Monster gerufen werden, was schon wieder ein Problem darstellt. Das bedeutet also, wir müssen hier sehr oft gut entscheiden, wann wir es annullieren. Und am Ende kann es am Ende daraus hinausführen, dass wir den Gegner alles genommen haben. Der Brand spielt noch eine Karte in der Hand und das dann am Ende Trust. Damit holt er sich Branded Fusion. Und Branded Fusion ist dann wieder voll krasses Board. Also ihr merkt, dass der kann sehr viele Interaktionen machen. Ist gar nicht so einfach, das Deck aufzuhalten. Man kann immer spekulieren, hat er die Karte nicht, hat er die nicht. Aber so richtig wissen wir es eben nicht. Dementsprechend ist das natürlich die Stärke. Aber der allergrößte Nachteil ist natürlich, wie gesagt, natürlich, das Deck kann halt keine anderen Karten spielen. Aber ist natürlich trotzdem kein schlechtes Deck. Also falls ihr sagt, ich will das Deck spielen, hier habt ihr eine Beispielliste, wie man das Deck spielen kann. Also darum geht es ja eigentlich. Wir gucken uns das Ganze nicht an, weil wir sagen, ey, ganz ehrlich, ich spiele niemals Branded oder so. Nein, nein, es geht darum, hey, jeder hat andere Vorlieben, jeder will andere Decks spielen und nicht jeder hat auch Bock auf den gleichen Spielstil. Manche sagen hier, ey, ganz ehrlich, Fusionsdeck, kann ich gar nicht mit. Okay, dann muss das Deck nicht spielen. Aber falls man sagt, ey, ich will das Deck spielen, dann ganz einfach, ne? Hier, guckt euch das an. Hier, Branded Despia, hier ist das Deck. So sieht die Liste aus. Einfach spielen. Warum nicht, ne? Also, das ist ein, kann man sich orientieren. Wichtig, weswegen ich auch gar nicht so sehr auf Side-Decks eingehe, Side-Decks sind in jedem Event relativ unterschiedlich. Du musst halt beim Side-Deck damit gucken, wogegen kommt dein Deck nicht an. Bedeutet, du musst Karten gegen das Anti-Matchup haben. Des Weiteren musst du gucken, was wird am meisten gespielt. Wenn du erwartest, dass auf dem Turnier natürlich am meisten Branded gespielt wird, zum Beispiel jetzt, dann musst du viel gegen Branded haben. Wenn du aber ein gutes Matchup gegen Branded hast, brauchst du ja doch nicht so viel im Side-Deck. Und so weiter und so fort. Das ist also von Event zu Event individuell. Und man muss da ein bisschen vorhersehen, so ein bisschen sagen, was wird am meisten gespielt, wo komme ich nicht gut gegen an, ich spekuliere jetzt darauf. Es kann aber passieren, dass wir dann irgendwie in Runde 5 oder so gegen ein Deck spielen, auf das wir uns gar nicht vorbereitet haben oder ähnliches, das kann auch passieren. Deswegen musst du halt spekulieren und gucken, dass du gegen alles etwas hast und musst auch gewisse Risiken eingehen. Und natürlich können wir immer drüber reden hier, warum hier gewisse Zeitkarten drin sind. Timekarte, wow. Aber es bringt nicht so viel, weil es ist individuell. Es war für dieses Event. Oft ist das Side-Deck für dieses Event vielleicht richtig, fürs nächste Event nicht. Aber was man grundsätzlich sagen kann, man braucht eigentlich immer etwas gegen Zauber- und Fallenkarten, also Backrow. Also gegen Zauber- und Fallenkarten sollte die immer irgendwas im Side-Deck haben. Sei es aktuell der Lightning Storm, sei es der Cosmic Cyclone, sei es der Feather Duster, den man auch durch Trust holen kann, falls ihr Trust spielt überhaupt. Das sind natürlich Karten, die sehr gut eben gegen Zauber- und Fallenkarten aktuell sind. Dann haben wir natürlich Karten, die auch gegen Branded Centurion und ähnliches gut sind, und zwar die Bestials, ne? Natürlich sobald jemand Dark und Light spielt, sind die Bestials gut. Falls ihr Probleme habt gegen Branded, gegen die Marionettenlock, spiel Bestials. Das sind gute Karten dagegen. Dann allgemein natürlich, ne? Dann Feld. Falls ihr gegen ein starkes Feld hat und ihr Probleme mit dem Feld klarzukommen, Branded kann relativ okay reinspielen, aber Verstärkung ist gut. Wir sehen es hier. Dark Ruler zum Feldbrechen. Droplet, wenn ihr sie spielen könnt und es Sinn macht. Macht Sinn. Gute Karte. Definitiv. Dann natürlich oft auch Going First Karten. Wir sehen hier eine Going First Karte. Kann man natürlich sehr gut spielen. Und dann natürlich auch Called By. Ist eine Going First Karte und Second Karte eine gute Karte. Aber nicht gegen jedes Deck. Dementsprechend ein Side Deck hier. Ja, und das ist noch sogar zusätzlich ein Zauber- und Fallenkarten Removal, aber auch ein Feld Removal. Also das ist ein bisschen gesplittet. Also ihr merkt also hier, das Ganze ist eher allgemeiner gefasst. Man kann sagen eben, dass man gewisse Sachen was hat, aber eben jetzt nicht generell sagen kann, ja, du musst das so spielen. Wir können gleich nochmal bei Snake Eye Decks drauf eingehen, da sieht man es ein bisschen deutlicher. Beim nächsten Deck, wo uns auch eigentlich deutlicher sieht, ist der Tempai. Tempai Drachen ist natürlich ein Deckthema, was jetzt da ist, und es ist nicht so, ich würde immer noch sagen, wir haben es auch schon gesehen beim Meta Breakdown hier, dass natürlich Snake Eye das absolut beste Deck ist. Wir haben aber auch gesehen, dass gerade bei der French National Tempai sehr gut vertreten ist. Das hat zwei Gründe. Erstens natürlich, das Deck ist ziemlich neu. Viele wussten noch gar nicht, wie man dagegen spielen muss, und viele wussten gar nicht, was das Deck macht. Inzwischen haben gewisse Leute wie Snake Eye Main Tags gegen diese Karte, und zwar im Extra Deck, kommen wir vielleicht später nochmal zu, oder haben dann was in Side Deck sehr speziell dagegen. Aber das Deck ist natürlich nicht wegzureden, dass es sehr stark ist, weil es in einem Zug über 30.000 Schaden machen kann. Und ja, Leute, das ist jetzt keine Übertreibung. Das Deck kann über 30.000 Schaden in einem Zug machen. Bedeutet also, falls ihr hier den Topf aktiviert, ja, Topf des Wohlstandes, ist zwar ein Wohlstand, dass wir dann immer noch den OTK dadurch machen können. Also wir können immer noch über 8.000 Schaden in einen Zug machen. Das ist kein Problem. Und wir sehen natürlich, wir sehen hier sehr viele Karten, die in Form von Handtraps, aber auch sehr viele Brecherkarten, wie eben zum Beispiel Lightning Storm, Duster oder Droplets, die ihm helfen, das Feld des Gegners komplett klein zu halten, um dann eben einfach über 30.000 Schaden zu machen. Also ziemlich simples Deck. Hier ist jetzt eben eine Beispielliste, wie man es unter anderem spielen kann. Ist übrigens ironischerweise auch ein Feuerdeck. Also wir sehen, wir haben
Jahr des Feuers irgendwie, oder Monat des Feuers auf jeden Fall. Wir haben Snake Eye, Feuer, wir haben Serengrade, Feuer, wir haben Tempei, Feuer. Also es ist, ja, wir haben sehr viele Feuerdecks. Ja, definitiv. Machen wir weiter mit dem nächsten Feuerdeck und das ist nämlich, ja, Diabell Snake Eye. Und es gibt bei Snake Eye verschiedene Varianten. Ich habe ja allgemein noch nicht über Decks geredet auf diesem Kanal und ich merke, das wird etwas länger hier gehen. Aber ey Leute, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir wollen ja auch ein bisschen tief reingehen. Wir wollen ja nicht nur sagen, ja, hier, guck die Liste an. Fertig. Wir wollen ein bisschen mehr Details haben. Und die bisschen mehr Details schauen wir uns natürlich jetzt hier auch explizit an. Und wir sehen jetzt hier, das ist halt eben eine Snake-Eye-Liste. Und Snake-Eye kann man grundsätzlich auf 2 bis 3 verschiedene Varianten spielen. Die erste ist die Handtrap-Variante und die pure Variante. Das ist diese hier. Dann unterscheiden sich die pure Variante nochmal wie folgt. Es gibt die pure Variante eben mit der Synchro-Line. Dann spielen wir Omega und Despate. Oder man spielt eben die Nummer 38-Line. Und das ist halt hier der Fall. Man spielt die Nummer 38. Bedeutet also, wir haben hier ein Spell-Negate, was sehr stark ist, weil es gibt sehr starke Spells, wie zum Beispiel Überläufer und Mind Control, die auch gegen dieses Deck ironischerweise sehr gut sind. Also von daher, ne, das gibt es halt, aber es gibt auch wieder die Omega und Despate Variante. Dann gibt es noch natürlich die Variante mit Kashtira, also man kann Snake Eye mit Kashtira kombinieren, einfach weil Fenrir und Unicorn eine gute Karte sind. Aber man kann das Ganze natürlich auch noch mit Fire King spielen. Und ja, es sind jetzt 4 Varianten, ist mir jetzt auch aufgefallen. So, jetzt gucken wir aber hier das Main Deck nochmal an. Main Deck ist eigentlich in der Regel jetzt inzwischen alles gleich. Man spielt 3, 2, 1, 2 in der puren Variante, in der Fire King Variante meistens dann einen. Dann spielen wir einmal Snake Eye Welspa, ist auch eigentlich ziemlich normal. Dreimal, einmal, ist auch Standard bei der eben bei der Black Witch Engine, beziehungsweise bei der Silver Spoil Engine. Dann natürlich 3 Leuchtfeuer, gute Karte. Dann 3 Crossout inzwischen, das ist inzwischen normal. Weil ja, wir können unendlich viele Handtraps spielen, aber was besser? Ja genau, Handtraps gehen das aufhalten, deswegen Crossout. Deswegen spielen auch viele Tacticals 1 Main, weil man eben damit Crossout im gegnerischen Spielzug auch Tacticals nehmen kann. Und dann Permanence, die beste indirekte Handtrap, weil sie eben nicht in Tacticals und Trust reinspielt. Ja. Und beim Extra-Deck, da sehen wir halt, ne, aufpassen, wir sehen hier, Relinquish ist hier drin, passt auf eure Zonen auf. Deutsche Meisterschaft, kleiner Tipp, passt auf Zonen auf. Wenn ihr gegen Snake Eye spielt oder allgemein, passt einfach immer auf Zonen auf. Trainiert euch das an, wenn ihr euch das abtrainiert habt, dass ihr nicht immer in die Zone spielt von den Relinquish, dann werdet ihr auch nicht drauf reinfallen. Wenn ihr nie drauf achtet und nur bei Snake Eye drauf achtet, dann passiert das oft mal, dass ihr da reinspielt. Also aufpassen, nicht da reinspielen. Dann Charma, Phoenix wird oft genutzt, um auch dann den OTK machen zu können, eben über Salantis und über Rage. Also das wird hier, deswegen wird hier Phoenix meist gespielt. Natürlich auch Zauberfallen kann Removal immer gut. IP-Style der Combo, genauso wie natürlich Little Knight. Natürlich spielen wir auch Selene, einfach ganz klar, um auf eine Appaloosa zu kommen. Appaloosa natürlich auch hier drin. Princess, brauche ich drüber reden, das ist ein Feuerdeck, ist einfach gut. Rage und Salantis, habe ich schon gesagt, brauchen wir natürlich eben auch, um den OTK zu machen. Dann haben wir einen Access Code Talker, das ist der einzige Flex-Stop, den man so hat, wo man sagt, ja okay, wir könnten hier auch eine andere Karte spielen, theoretisch. Godness braucht man auch zum Beispiel gegen Pearly oder ähnliches. Wird immer mehr gespielt. Also ist so fast schon Standard geworden. Wie gesagt, Nummer 38, wenn du diese Variante spielst. Und dann den Typhon müsste man jetzt theoretisch auch nicht spielen, aber spielen wir halt eben oft. Und ganz oft, Leute, und das sage ich jetzt extra, ja, ich wollte nicht auf Side-Deck eingehen, aber hier muss ich das. Ja, Snake Eye spielt so gut wie immer Skill Drain im Side-Deck. Bedeutet, wenn die First gehen, wenn sie ein volles Board stabilieren, plus Skill Drain haben. Bedeutet, bedenkt das einfach. Heißt also, falls ihr Second gegen eben Snake Eye geht, müsst ihr bedenken, da wird zu 90% eventuell ein Skill Drain sein. Rechnet damit. Heißt, wenn ihr Main keine Zauber- und Feindkarten-Removal habt, müsst ihr das Skill Drain gut spielen können. Unter Kräfteraum gut spielen können nicht so viele Decks. Dementsprechend, ja, wichtig. Ihr müsst hier was haben. Ihr müsst was haben gegen Skill Drain. Ja, dann Backrow Hate, haben wir schon drüber geredet. Dann noch mehr Handtraps gegen passende Matchup. Ist natürlich auch zum Beispiel gegen Despair sehr gut. Gegen Despair sehr gut. Allgemein Despair, ne? Natürlich Marionettenlock betrifft auch dieses Deck. Und natürlich dann fürs Mirror Match die Klaus Spells, weil die Klaus Spells super stark gerade sind, eben gegen Snake Eye. Aber versteht mich nicht falsch, ne? Also Klaus Spells reichen nicht, um das Duell zu gewinnen gegen Snake Eye. Klaus Spells ermöglichen euch das Feld des Gegners viel leichter zu machen. Wenn zum Beispiel die Appaloosa des Gegners übernehmen, haben wir noch Monster Negate, das ist ziemlich gut. Das heißt, die Handtraps, so 1, 2 Handtraps könnt ihr auffallen, aber da ist immer noch Princess, da ist immer noch, vielleicht, ne, je nachdem, eine IP Masquerainer, da ist immer noch der Follow-Up da, also ihr habt sehr viel, wogegen ihr trotzdem spielen müsst, aber es macht euch das Ganze deutlich leichter, von daher macht das Ganze natürlich Sinn. So, dann kommen wir zur nächsten National, das ist hier eine spanische National und da haben wir nicht so viele Spieler, nur in Anführungszeichen 400 Spielern und wie gesagt, hier sehen wir eine ganz andere Verteilung. Man sieht also, bei kleineren Events sieht man auf jeden Fall, dass Snake Eye gar nicht mal so dominierend ist. Man darf aber auch nicht vergessen, natürlich, je nach Region werden andere Decks lieber gespielt. Das darf man nicht vergessen.
vergessen, dass eben gewisse Decks beliebter oder unbeliebter sind. Und wenn zum Beispiel in Spanien die Leute sagen, ganz ehrlich, ey, ich kaufe mir keinen Snack, ich hole mir Tempai, dann ja, wenn Tempai natürlich dann so irgendwie von 200, 400 Leuten 200 spielen, ja, dann ist natürlich da Tempai das meiste Deck, wird wahrscheinlich auch viel toppen. Klar, ne, Snake Eye im Verhältnis deutlich stärker, weil hat nicht so viele Tops, aber wurde weniger gespielt. Nur als Beispiel, das ist jetzt kein Vergleich zu der wirklichen National gewesen. Gewonnen das Ganze auf Virtual World und ja, Virtual World kann man durchaus spielen und das wollte ich auch euch zeigen. Das hier ist Virtual World, ja, viele Decks, Leute mögen dieses Deck. Das ist eine Beispielliste, wie man das Ganze eben spielen kann. Was gibt's da groß zu sagen? Naja, Chen-Chen ist ein Makrokosmos, aber auch nur vom Feld, wichtig, muss man bedenken. Aber Chen-Chen alleine kann halt einige Decks komplett ausschalten. Und diese Karte ist konstant rufbar, ist wiederholbar, was auch sehr stark ist. Und natürlich zur Kombination mit Chuchu auch gar nicht mal schlecht. Also Chuchu auch eine gute Karte, von daher gutes Deck, was das angeht. Natürlich, das Deck hat die Schwächen, die es hat. Definitiv. Hat auch nicht so viel Platz für Non-Engine. Darf man auch nicht vergessen. Wir sehen hier, wir haben hier 3, 6, 9, 10, 11 Slots, wo wir theoretisch was anderes spielen können. Man hat sich entschieden, hier jetzt dafür stattdessen Skill Drain zu spielen. In Permanence, wie gesagt, indirekt beste Karte. Maxi, genau, das wäre es noch. Ashblotzen ist hier ebenfalls drin. Ist natürlich die flexibelste Karte. Und ja, so sieht das Ganze aus. Aber Leute, macht euch keine Hoffnung, das Deck ist definitiv nicht das beste Deck. Wie gesagt, das Deck ist nicht schlecht gegen Snake Eye, aber Snake Eye hat nicht damit gegen automatisch den Lose. Also muss man halt aufpassen. Ne? Also das Deck ist nice. Also man kann es spielen, definitiv. Ist aber auf jeden Fall nicht eins der besten Decks. Auch wenn das Ganze jetzt hier eben gewonnen wurde. Ja, dann gucken wir hier nochmal die Niederländischen an. Niederländische, hier auch nochmal die Verteilung. Snake Eye, Tempai. Ihr merkt, das sind schon mit zwei die großen Decks. Hier auch sogar noch Despier gut vertreten. Man kann also sehen auf der deutschen Meisterschaft, was könnt ihr erwarten? Snake Eye, Tempai und Branded. Das sind Decks, die ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet. Und da ist unter anderem, wenn ich mich so angucke, ist Camara getoppt. Ja, Leute, mein gutes Camara-Deck, was ich ja gerne spiele, ist Top 4 gekommen. Und hier sehen wir eine Variante davon. Und natürlich, ich habe es ja gesagt, auch in meiner Deckvorstellung, dass eben gerade die neue Nightmare natürlich super stark für dieses Deck ist. Das ist ein Illusion-Monster. Nice. Also es hilft dem Deck sehr gut, hier spielen wir sehr viele Illusion-Monster. Sie ist Stufe 6, was sehr relevant ist, weil wir dadurch in Beatrice gehen können und in Lars gehen können. Also auch hier super nice. Ebenfalls hilft diesem Deck natürlich auch, dass Nibiru gerade nicht so viel gespielt wird, weil Nibiru, wie gesagt, tut dem Deck wirklich weh manchmal auch. Von daher passt das. Man kann das Ganze natürlich auch mit einer Branded Engine spielen, also dann eben auf Dragoon gehen. Aber dazu hat man sich jetzt gegengeschieden. Wie gesagt, man braucht das halt eigentlich nur für den Nibiru-Schutz. Streng genommen braucht man das gerade aktuell nicht. Man hat jetzt halt eben die Möglichkeit, für Beatrice und Lars zu gehen, was natürlich sehr nice ist. Und das ist eine Chaos. Ja, das ist halt, wie gesagt, eine Liste, wie man halt eben Camara Illusion spielen kann. Wie gesagt, das ist eine Variante. Und übrigens hier natürlich eben mit der neuen, weil sie einfach Auto-Win gegen gewisse Decks ist. Dann kommen wir jetzt aber nach ein paar Minuten endlich zur großen YCS, die jetzt eben letztes Wochenende war. Fast 2000 Spieler. Ist natürlich große Zahl und wir sehen, Snake Eye hat sich durchgesetzt. Man muss auch sagen, das ist natürlich eine YCS, auch wo viele große Namen waren. Also es ist nicht so, dass da jetzt halt keine großen Namen sind. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, ne, gutes Deck, guter Spieler und natürlich ein bisschen Glück. Und gerade guter Spieler, was ein guter Spieler? Das müsst ihr jetzt für euch wissen. Man kann auf jeden Fall sagen, Leute, die mehrfache YCS gewonnen haben, sind gute Spieler. Das kann man definitiv sagen. Und die waren natürlich auch hier vertreten. Von daher, ja, ne, hohes Level. Definitiv hohes Level. Und wir gehen das Ganze einfach mal durch. Wir fangen an mit Platz 1. Natürlich, was soll man sonst anfangen? Und Platz 1 ist hier eben Snake Eye. Wer hätte erwartet? Snake Eye. Und hier mit 44 Karten. Man sagt ja, man sollte nicht über 40 Karten gehen. Und da würde ich generell auch komplett zustimmen. Man sollte generell nicht über 40 stehen. Gerade, wenn ihr ein Deck habt, was nicht eins der besten Meta-Decks ist. Weil wenn ihr ein Randdeck habt, wollt ihr so konstant wie möglich sein. Also bleibt bei 40 Karten. Snake Eye hat den Luxus, dass es so konstant ist, dass man diesen paar Prozent erlauben kann, sich über 40 zu gehen. Aber nur Snake Eye ist aktuell in der Lage. Oder natürlich Branded. Aber Branded hat halt eh dann 60 Karten. Das ist nochmal ein anderer Aspekt. Da spielt man das wegen den Bricks auch. Hier ist es 44 Karten, weil man zu viele gute Karten halt spielen will. Wir sehen hier, dass man hier sich entschieden hat, Nibiru zu spielen. Klar, gegen Randdecks ist Nibiru unglaublich spielstark. Wie gesagt, wir haben es gerade gesehen, ne? Wir haben da gesehen Virtual World. Nibiru, super. Wir haben Camara gesehen zum Beispiel. Nibiru, super. Also und so weiter, ne? Saturn Great. Nibiru, super gut. Also sehr gut. Gegen Snake Eye aber nicht so gut. Die Karte ist natürlich im Snake Eye. Mirror wird die natürlich komplett rausgesided. Aber wir sehen halt eben das Deck. Aber
auch hier, Standardverteilung. 3, 2, 2, 1, 1. Normal. 3 Hexen, 3 Wanted, 1, 1. 3 mal Leuchtfeuer. Das ist Standard erstmal. So weit, so gut. Und dann natürlich haben wir genug Platz für Handtraps. Einfach Handtraps rein, 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 rein. Und auch im Side-Deck hier, im Extra-Deck meine ich. Wie gesagt, ne, Leute, denkt dran, Relinquish ist da. Linkoribo spielt man, um selber durch Nibiru spielen zu können. Das ist halt den Token weglegen können, um dann einen Effekt-Once zu bekommen. Sehr nice, ne? Definitiv. Und dann ist hier halt an sich erstmal nichts Besonderes, außer dass man sagen kann, dass hier eben den Dracosack haben, die natürlich theoretisch mit Hexe und, wo ist er denn? Bin ich jetzt blind hier? Ne, zwei Hexen machen kann, genau. Also von daher kann man das Ganze hier machen. Ja, ist halt ein Flexbot. Ich habe ja gesagt, man hat da einen Flexbot. Das ist ein Side-Deck. Wie gesagt, sehen wir auch noch, warum wir auch zusätzlich das sehen, ist natürlich Kashtira Engine. Kashtira plus eben Dracosack. Also ist glaube ich, ist sehr klar. Und was wir hier sehen, ist Mellotrons. Da wollte ich nochmal drauf reingehen. Ist eine Karte, die vielleicht man auf dem Schirm haben sollte, dass sie existiert. Macht natürlich aber nur Sinn, darauf zu achten, ja, bei Mirrorwise. Ne? Oder wenn ihr eine der Karten hier spielt, die hier ebenfalls drin sind. Sollte man eben bedenken. Call by hier Main. Wie gesagt, man hätte auch runtergehen können auf 43 und die Karte nicht Main spielen können. Aber warum nicht? Also warum nicht? Hilft natürlich, deinen Zug besser zu spielen. Ist First und Second gar nicht mal so schlecht. Man darf aber natürlich nicht vergessen, das zählt für beide Züge. Bedeutet also, wenn wir eben zum Beispiel, wenn wir dran sind, wenn Gegner eine Ash Blossom called by und selber eine Ash in der Hand haben, sollten wir sie an dieser Stelle lieber nicht aktivieren. Wir haben jetzt die ganze Zeit eher so die typischen Decks angeguckt und große Randdecks. Ein Deck, wo man aber auch rechnen sollte, was auch sehr spielstark ist, natürlich Labyrinth. Ja Leute, Labyrinth ist nicht weg, ist in die Top 8 gekommen und das ist dann doch schon ein sehr typischer Bild, mit Ausnahme von Nibiru. Nibiru könnte an dieser Stelle alles sein, könnte natürlich Ash Blossom sein, könnte natürlich alles sein, halt, ne? Irgendeine Handtrap. Also es ist halt, wie gesagt, Karten, die nicht zum Main Deck gehören, die sind austauschbar. Man könnte also sagen, man spielt kein Nibiru, man spielt keine Permanence, man spielt kein Call by, man kann halt stattdessen Ash, Ghost Ogre und Feather Duster spielen. Also ihr wisst, was ich meine. Es sind halt Variationen so. Aber das ist das ganze Deck. Hat sich inzwischen eingependelt. Man spielt eigentlich grundsätzlich Backjack spielt man und Punishment auch und natürlich auch Kanone. Kanone natürlich, Karma-Kanonen natürlich gar nicht schlecht. Vor allen Dingen natürlich gegen Snake Eye. Von daher natürlich eine gute Karte. Ja, okay, man muss sagen, na, das spielt nicht jeder. Die Feedspell spielt nicht jeder. Kann man aber spielen. Also ihr seht, es geht, funktioniert ja. Extra Deck sieht so aus. Genau, und dann Side-Deck. Sieht so aus. Wie das Side-Deck ist hier eigentlich nur relevant, dass eben halt die Virusse kommen können, die man nicht vergessen darf. Und Dimensionsbarriere allgemein eine gute Karte gegen eben unter anderem Tempai oder natürlich auch gegen Diffusionsdeck wie Branded oder ähnliches. Dann kommen wir zu ein Deck, was nicht so viele Leute haben, wie gut es eigentlich ist. Und zwar Melodious. Melodious in der puren Variante. Ja, Melodious kann man auch taggen. Also man kann Melodious Snake Eye spielen. Man kann Melodious, also es gibt verschiedene Varianten, wo man das Ganze spielen kann. Aber Melodious selber hier jetzt, ist eine pure Variante. Und der Vorteil von diesem Deck ist unter anderem, dass du Orange Light spielen kannst. Orange Light ist super stark, ist ja, wie Gamma, ist sehr stark. Nur der Nachteil ist, dass wir eine Handkarte dafür benutzen müssen. Heißt, wir starten mit einer Karte weniger, dafür zerstören wir das Monster auch. Ist halt eine kleine Downside, aber der Vorteil ist natürlich, dass wir Orange Light auch benutzen können, immer benutzen können, wenn wir die Bedingungen erfüllt haben und dass wir eben auch gegnerische Handtraps damit annullieren können, also sehr stark natürlich, das ist der Vorteil zum Beispiel an diesem Deck. Zusätzlich haben wir sehr starke One-Card-Kombos, wir haben natürlich Ostinato, brauche ich nicht mehr reden, absolut kranke Karte, besser als Brand Fusion und Brand Fusion ist schon sehr stark, also super gutes Deck. Man darf nicht vergessen, dass dieses Deck gar nicht so viel Anführungszeichen, legt, so viel nicht legt. Es sind nur ein paar Interaktionen, ein bisschen Vasili-Bounce, genau, ne? Face-Up-Cards, your opponents to the hand. Genau, sie kann bouncen, also bouncen kann ihr kommen. Und natürlich Friedhofs-Removal, was natürlich gegen Snake Eye oder so sehr gut ist. Aber das sind so die primären Aktionen, die natürlich kommen können. Natürlich, ne? IP, SB Little Knight und so, sind natürlich Karten, die auch da sind. Aber das ist so die Main-Sache, die man eben machen kann. Aber halt ultra-konstant plus sehr viele Handtraps. Ist ein bisschen wie Snake Eye. Wir sehen, dass wir eben hier 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18 Non-Engine-Karten spielen können. Also, wir haben ja Snake-Eye-Niveau, ne? Das ist halt das Krasse. Aber natürlich, Snake-Eye kann ein ganz anderes Board legen. Stärkeres Board, besseres Board auch als solches. Aber, wie gesagt, nicht jeder mag Snake-Eye, nicht jeder möchte Snake-Eye spielen. Das ist ein Deck, was definitiv auch nicht schlecht ist, ne? Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und natürlich, Babuska, darf man nicht unterschätzen. Sehr stark, auch gegen Snake-Eye. Dann haben wir wieder hier Tempai, wie gesagt, das alles jetzt von der YCS, ich gehe das nochmal durch, ja, wir hatten die Decks schon, aber wir wollen jetzt das Aktuellste angucken, weil das ist ja das gerade, was wir eben hatten, und das sind eben Tempai Dragon. Und Tempai Dragon, natürlich, wie gesagt, habe ich ja bereits erzählt, gutes Deck, hier jetzt mit Fenrir noch zusätzlich drin, ist aber halt nur eine Variation der eben nicht Themenkarten, was man bei Themenkarten sagen kann, man spielt 3, 3, 2, 3, 3.
Das ist so die Standard-Ratio, da spielt man Set-Rotation jetzt in diesem Fall mit drin, weil natürlich auch hier jetzt eben Kasha hat natürlich sehr ärgerlich, wenn wir den Gegner die 4-2 geben und der Gegner auch Kaschere Karten im Deck hat, dann ist natürlich komplett Minus, aber ja, ist natürlich klar, ne? Die 4-2 ist sehr, sehr spielstark, man will sie haben, kann man spielen, definitiv. Ja, Set-Rotation könnte man rausnehmen, theoretisch. Ja, aber das ist wieder ein weiteres Beispiel, wie man das Ganze eben spielen kann. Und im Extra-Deck muss man sagen, natürlich, ne, der dreiköpfige Drache ist Pflicht. Was inzwischen auch Pflicht ist, ist eigentlich eher, der Blade Dragon ist Pflicht zu 100%. Dann Ud-Eyes, Meteor, Burst Dragon muss man nicht mal spielen, kann man aber spielen natürlich. Black Cruise, um das Feld zu schießen, macht komplett Sinn. Ziel, manche spielen auch zwei, kann man auch machen. Dann wieder das Feuer-Package, weil man spielt ein Feuerdeck und, naja, kleine Ritter ist so gut, sie nicht zu spielen. Und Striker Dragon, damit kann man eben Link 1 gehen, um ein Monster am Friedhof zu bekommen. Kann man ja theoretisch auch wiederholen mit seinen Karten, also hiermit, und dann passt das Ganze wieder, ne? Also von daher sehr, 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 sehr stark. Dann kommen wir zum nächsten Deck nochmal, und zwar Diabellstar mit Celeron Grade. Ja, das ist hier das Ganze. Hier ist das Ganze aufgelistet, die ganze Sache. Genau, und hier sehen wir, das Ganze handelt sich um eine, ich glaube es kam, ne, um eine FDK-Variante. Wild. Ist mit Top 32 gekommen, 60 Karten, dadurch zieht man natürlich die Bricks weniger. Man will hier seine Combo durchdrücken, hat aber natürlich die Powerkarten wie Snake Eye, aber auch die Powerkarten von jetzt natürlich Siren Great. Aber auch hier, das ist eher eine Randerscheinung, wenn Decks sehr versteift sind auf eine Kombination von Combo. Klar, wenn sie durchkommt, super stark und in diesem Fall ja sogar der Win, aber sehr viele Handtraps gibt es gerade. Es gibt nun gewisse Handtraps-Kombinationen, wo du dann auch automatisch verloren hast. Von daher, ja, nehmt euch das jetzt nicht als Vorbild. Kann funktionieren, muss aber nicht. Dann ein Deck. Ja, Leute, ihr habt keinen Bock auf alles. Spielt Stun. Stun Runic ist eine Variante, was man auf jeden Fall spielen kann. Das hier ist eine Beispielliste von dieser Variante. Natürlich der Stein, der Gegner kann nichts machen, ist super gut. Dann natürlich Synchrogebiet, Gegner kann nicht angreifen, Gegner kann keine Effekte nutzen, Gegner kann keinen Schaden machen, Gegner kann nichts anderes beschwören, Gegner kann nichts anderes beschwören, Gegner kann nicht angreifen und nichts nutzen. Konstant. Draw, noch mehr Draw, Anti und Runic, Gegner zum Deckout machen. Brauchen wir mehr? Nö, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Von daher haben wir hier ein Stun-Deck, wie es im Buche steht natürlich. Den Gegnern nicht spielen lassen, den Gegnern alles nehmen, selber dann aber im Plus gehen und dann gewinnen. Nachteil von Stun Runic ist, ja, wie gesagt, ich habe es ja gesagt, man muss vorbereitet sein auf eben Fallen-Decks, auf Zauber- und Fallen-Karten-Decks. Ihr müsst Zauber- und Fallen-Karten-Removal haben. Cosmic Cycling auf Brunnen tut sehr weh. Klar, ne, man spielt zwei, aber wenn man dann noch ein Cosmic Cycling kriegt, ist man out of game. Von daher sehen wir das. Wir sehen deswegen auch hier Forbidden Spell. Ja, wer hätte das erwartet, ne? Man will ja eben nicht den Cosmic Cycling abkriegen. Aber auch Lightning Storm oder das da sind Karten, die man gegen spielen kann. Auch wenn das nicht so effizient ist wie zum Beispiel gegen Librarians, weil die Karten können ja in der Hand bleiben, theoretisch. Wenn der Brunnen liegt, können die in der Hand bleiben. Wenn der Brunnen nicht liegt, müssen die verdeckt liegen. Dann ist natürlich wieder stark. Aber lieber ein bisschen Zauber- und Fallen-Karten-Removal reinpacken, als gar keine im Deck haben. Von daher ist natürlich die Option ganz klar, dass man das dann trotzdem eben reinsiden wird. Ist ein Deck, wo ihr rechnen müsst. Das spielen mehr Leute, als ihr denkt. Also das wird auf der deutschen Meisterschaft euch garantiert das ein oder andere Mal begegnen. Zumindest neben oder links und rechts von euch. Also von daher, behaltet das ein Auge. Ein Deck, was ihr auch ein Auge behalten solltet, ist natürlich, ja, stimmlose Stimmen. Ein Deck, was sehr große Popularität zu Beginn bekommen hat, dann wieder zurückgegangen ist, man natürlich gemerkt hat, ja, natürlich, ne, Snake Eye ist besser, definitiv, aber das Deck ist nicht schlecht. Und falls du das Deck noch nicht kennen solltest, guck es dir bitte an vor der Deutschen Meisterschaft, weil dieses Deck ist nicht zu unterschätzen, weil das Deck kann ebenfalls wieder sehr viele Karten spielen, die nicht zur themeneigenen Engine gehören, also 3, 6, 7, 10, 13, 14, ja gut, Instant Fusion ist jetzt in diesem Fall sogar ein Handtrap-Shopper, also 15, 16, so 15, 16, 17, 18, 19 Karten können die halt variieren. Ganz schön viel, würde ich sagen. Definitiv ganz schön viel und das macht das Deck natürlich wieder so stark. Man muss auch sagen, hier sind jetzt auch über 45 Karten, es gibt auch 40 Karten-Varianten davon, aber das ist natürlich sehr stark und muss man auch auf dem Schirm haben. Nachteil ist natürlich, ne, wir sehen ja gerade, es ist alles Licht, ja, Bestials laufen natürlich, also die Abgeheuerlichen laufen im Side-Deck rum, wie nichts Gutes. Das Deck hat es natürlich ein bisschen schwieriger aktuell. Natürlich auch durch die Popularität von Imbranded, beziehungsweise Branded Despier. Von daher, aber das Deck existiert. Das Deck ist nicht schlecht, das Deck ist auch gut, aber natürlich Snake Eye ist definitiv besser. Ja, wir haben schon eben von Varianten geredet, wie Snake Eye mit Kashtira, aber auch Kashtira in einer puren Variante ist theoretisch möglich zu spielen und damit auch zu toppen. Wir können kontrollieren, was gut ist, wir können Shifter spielen, was immer gut ist, weil wir haben sehr viele Friedhofsdecks. Shifter ist eine super gute Karte, Dimensionsverschieber daher sehr, sehr, sehr spielstark. Wir haben Möglichkeit, sehr viele verschiedene Non-Engine-Karten zu spielen, aber wir können hier, wir sehen hier, ne, 3, 6, 9, 12, 15,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 Slots. Das geben wir natürlich zur Konstanz dazu, weil wir nicht so viele Monster haben. Aber trotzdem, wir haben sehr viel Platz. Also wir sind auf dem Niveau von Snake Eye. Wenn man beim Niveau von Snake Eye mithalten kann, ist schon mal gut. Wenn dann die eigene Engine auch noch sehr gut ist, den Gegner aufzuhalten. Und es reicht dann wirklich, ne? Ein Unicorn, ein Fenrir, Pass plus den ganzen Handtraps kann reichen, definitiv. Also aufpassen. Sowas läuft auch rum. Aufpassen. Gibt es noch. Und falls ihr Kashira spielen wollt, hier ist eben die Beispiel. Und dann nochmal zum aktuellsten Event. Also wir haben jetzt hier die YCS ja gesehen. Da sieht man eine ganz klare Snake-Dominanz, definitiv. Und dann haben wir hier zum Beispiel die Schweizer National, die auch am letzten Wochenende war. Und da sehen wir eben, da Snake auch dominant, aber auch wieder eben die Tempai-Variante. Und ja, die Fire Kings sind keine puren Fire Kings, sondern ein Snake-Fire Kings. Bedeutet also, wir haben hier in der Theorie halt dann wieder doch mehr. Wir haben 6 Snake-Eye-Decks, ne? Wie gesagt, davon 2 Fire King, 2 Pur. Die 2 Fire-Decks waren übrigens auch im Finale gegeneinander. Also die Fire King-Snake-Eye-Varianten waren im Finale gegeneinander. Dementsprechend hat das Ganze auch dann Snake-Eye-Fire King gewonnen. Der Vorteil von Fire King-Snake-Eye ist natürlich, dass es deutlich explosiver ist, was halt sehr gut ist, aber dafür und auch durch mehr Handtraps spielen können, dafür aber selber eben nicht so viele Handtraps spielen kann, auch ein paar mehr Bricks sozusagen spielt, das ist der große Nachteil. Man muss eben abwägen, will man mehr Power haben oder will man mehr Interaktion haben durch Handtraps? Das muss man sich überlegen, aber ihr merkt auch hier, nicht so deutlich wie hier, aber auch hier, Snake Eye ist mit das dominanteste Deck und ihr müsst es einfach auf dem Schirm haben, Leute. Wenn ihr Snake Eye nicht auf dem Schirm habt, dann weiß ich auch nicht, dann habt ihr in der Mond gelebt und vor allen Dingen nicht dieses Video geguckt. Von daher, ja, sollte man eben auf dem Schirm haben. Ja, Leute, was war mir abschließend zu sagen, nach diesem sehr tiefen Einblick, das Ganze geht doch sehr lange, tut mir leid, aber ich denke mal, ein detaillierter Überblick ist besser als ein schneller Überblick, oder? Was sagt ihr? Lasst es mir einfach mal wissen. Findet ihr es besser, wenn ich das jetzt ein bisschen schneller gemacht hätte und das Video nur 20 Minuten gegangen wäre? Oder dachtet ihr, nee, so ausführlich ist schon ganz gut? Wie gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare, lasst mich wissen. Ist ja ein neues Format, von daher teste ich das Ganze. Deutsche Meisterschaft ist bald, heißt also, vorbereiten auf Snake Eye, Tempai Dragon und Branded, aber vergiss die anderen Decks nicht, die wir eben hier ebenfalls gesehen haben. Denn zum Beispiel Melodius, natürlich Deck, was man auf dem Schirm machen sollte. Wir sollten auch nicht vergessen, dass eben Sun existiert. Wir sollten auch nicht vergessen, dass Voiceless Voice oder das Kashtira-Karten existieren. Also, ne, natürlich auch nochmal, es gibt auch Labyrinths oder so. Es läuft doch sehr viel rum. Obwohl wir eine sehr dominierende Meta durch Snake Eye haben, haben wir doch noch daneben sehr viele verschiedene Decks und die solltet ihr auf dem Schirm haben. Denkt das beim Side-Deck-Bau. Aber Leute! Na, noch geschnackt für mich. Ich habe jetzt hier echt gut durchgeredet. Ich wünsche euch jetzt natürlich einen wunderschönen Tag und wie immer natürlich viel Spaß beim Duellieren.